Ist da noch was zu retten an Weihnachten in diesem Jahr? Viele haben es versucht, Politikerinnen, Politiker, Kirchenleute, letztlich auch du und ich. Wir haben gehofft, haben gebetet, dass wir miteinander das Weihnachtsfest feiern können, gemeinschaftlich, auf dem Kirchhof, auf dem Dorfplatz oder auch auf dem Burghof. Es ist jetzt anders gekommen. Wir sitzen zu Hause vor unserem Bildschirm und feiern so Gottesdienst. Trotzdem sind wir verbunden durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, dessen Geburt wir heute feiern. Er verbindet uns auch über unsere Orte Lelm, Rebke und Warberg hinweg mit allen Menschen auf dieser Welt und durch alle Zeiten. Und wir sind jetzt gerade in unseren Wohnzimmern und Stuben auch nicht allein, weil wir wissen, Gott feiert mit uns. Er ist da, wenn wir uns auf sein Wort hin versammeln. Und so feiern wir eben auch in diesem Jahr. Zwar anders, aber doch Weihnachten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wenn wir uns schon nicht in der Kirche treffen können, um gemeinsam Weihnachten zu feiern, dann holen wir uns die Kirchen halt nach Hause, in unsere Stuben und Wohnzimmer. Ich sitze hier in Lelm an der Krippe, hinter mir der Tannenbaum. Und wir werden heute aus allen drei Kirchen die Geschichte hören, die sich da zugetragen hat in Bethlehem vor 2000 Jahren, und die uns von der Geburt von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland, erzählt. Wir werden miteinander singen von der Freude, die diese Geburt in die Welt gebracht hat und der Hoffnung, die mit Jesus geboren worden ist. Und wir wollen beten und Gott all das hinhalten, was uns bewegt, was uns das Jahr schwer gemacht hat, aber auch wofür wir ihm dankbar sind. Alles, was wir ihm anvertrauen wollen. Und so lasst uns jetzt gemeinsam beten. Gott Vater, heute Abend kommst du mal direkt zu mir. Nicht erst in die Kirche, sondern hier zu mir nach Hause, in meine Stube. Das ist schön, denn dieses Jahr habe ich mehr Platz als sonst. Es ist leerer unter dem Tannenbaum. Manche Menschen, die mir etwas bedeuten,
sind heute nicht dabei. Trotzdem denke ich an sie und sie an mich. Und gemeinsam denken wir an die Geburt deines Sohnes. Jesus, der uns heute besonders nahe ist, der mich berührt ganz ohne Gefahr, der mir ins Herz blickt und der alles sieht, auch das, was mir dieses Jahr schwer macht. Herr, zeig mir, worauf es heute wirklich ankommt. Lass mich die dunklen Gedanken abtun und lass mich teilhaben an der himmlischen Freude der heiligen Familie und der Hirten und der Engel auf dem Feld. Lass die Geburt deines Sohnes unsere Herzen erfüllen mit dem Licht, das er in diese Welt gebracht hat. Sei du bei uns, wenn wir jetzt in deinem Namen feiern. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ist da noch irgendwas zu retten? Ruft der Mann seiner Frau entgegen, die gerade aus dem Wohnzimmer herbeigeeilt kommt. Sie hatte den Weihnachtsbaum geschmückt, war gerade dabei, ihn perfekt im Ständer auszurichten. Da sieht sie das Malheur. Ein beißender Geruch schlägt ihr aus der Küche entgegen, als sie durch die Tür eintritt. Sie stellt sich zu ihrem Mann vor den Backofen. Beide stehen einen Moment einfach nur sprachlos davor. Da liegt er, der Festtagsbraten verbrannt und stinkend von einem Ende bis zum anderen. Auf einmal schrillt aus dem Wohnzimmer ein spitzer Schrei. »Mama, der Tannenbaum!« Es folgt ein Rascheln und Klirren. Der Tannenbaum hat sich's auf der Wohnzimmercouch bequem gemacht. Und in das letzte Klirren der über den Boden rollenden Christbaumkugeln mischt sich ein vertrautes Geräusch. Ding dong! Oma und Opa sind da. Schöne Bescherung. Momente wie diese, die kennen wir alle. Jeder kann so eine Weihnachtsgeschichte erzählen. Eine, wo was gehörig schief ging. Auf Weihnachtsfeiern sind sie der Renner. Der rotierende Tannenbaum, die Geschichte vom Hengstenberg Lametta oder Weihnachten bei Hoppenstedts. Wenn wir sie hören, finden wir sie meistens lustig. Wenn wir sie erleben, eher weniger. Ist da noch was zu retten? Habe ich mich dieses Jahr auch ziemlich oft gefragt, nicht nur als ich an den Weihnachtsplanungen saß. Aber nachdem wir jetzt Ostern schon im Shutdown verbringen mussten, war da natürlich bald so der Blick Richtung Weihnachten. Im Sommer sah alles ganz gut aus. Wir hatten uns Gottesdienstformen überlegt, die kreativ waren und sichere Hygienekonzepte erarbeitet. Und dann kam der November und mit ihm die Verunsicherung und dann kam der Dezember und mit ihm die Enttäuschung. Keine Weihnachtsfeiern, keine Weihnachtsmärkte, Heiligabend nur im engsten Familienkreis und leider auch kein gemeinsamer Gottesdienst. Wie geht es dir heute Abend damit? Hast du das Beste aus diesem heiligen Abend gemacht? Hast du gerettet, was zu retten war? Nach ihrem langen, beschwerlichen Weg sind Maria und Josef endlich in Bethlehem angekommen. Und jetzt das, alles voller Menschen. Schon als sie sich der Herberge nähern, ahnen sie, wie überlaufen dieser Ort ist. Durch das Fenster sehen sie die Leute im Innern dicht aneinander gedrängt sitzen und stehen. Da geht die Tür auf und ein junger Mann tritt ins Freie, sichtlich erleichtert, dem Tumult innen drin zu entkommen. Er blickt das junge Paar an, schüttelt traurig den Kopf und geht dann seiner Wege. Die Tür zur Herberge lässt er angelehnt. Laute, aufgeregte Stimmen dringen aus dem Innern an Maria und Josefs Ohr. Und beide stehen sie für einen Moment einfach nur sprachlos davor. Da liegt es vor ihnen, das Ziel ihrer Reise, hoffnungslos überfüllt. Hochschwanger und tief verzweifelt stehen sie da. Ist da noch irgendwas zu retten? Ihr Lieben, vom perfekten Weihnachtsfest habe ich mich mittlerweile verabschiedet. Ich glaube, das gibt es genauso wenig wie die perfekte Geburt oder auch das perfekte Leben. Sicher, in diesem Jahr war Weihnachten eine große Hoffnung. Eine, die von vielen Seiten geschürt worden ist, dass wir Weihnachten in der gewohnten Weise feiern könnten. Und es ist richtig traurig, dass das jetzt nicht so ist. Es ist traurig, wenn du dich heute einsam fühlst. Es ist traurig, wenn Corona für dich eine schlimme Zumutung ist. Die gute Nachricht ist, wenn es dir so geht, dann gehörst du heute auch zu den Ersten, denen die Weihnachtsbotschaft gilt. Gott kommt zu den Menschen, denen überhaupt nicht nach Feiern zumute ist. Wir lesen Heiligabend beim Propheten Jesaja vom Volk Gottes, das im Finstern wandelt, von Menschen, die nach Babylon ins Exil weggeführt worden waren und die dort wie Gefangene leben mussten. Menschen, deren Leben von einer schlimmen Dunkelheit erfüllt war, die mutlos waren, voller Sehnsucht
nach vergangenen oder nach irgendwie besseren Tagen, fern der geliebten Heimat. Menschen, die sich zu Recht gefragt haben, ist da noch irgendwas zu retten? Und Jesaja stellt sich hin und sagt, ja, es gibt Rettung. Ein Retter wird kommen. Ein Reis wird hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Habt nur Mut, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Und deshalb möchte ich an diesem heiligen Abend auch nicht da sitzen wie die Familie vor dem Ofenrohr. Ich möchte nicht in die Röhre schauen, auf die missratenen Überreste dieses Jahres. Ich will nicht retten, was noch zu retten ist, sondern ich will feiern die Geburt meines Retters, die Ankunft des Lichts, das die Nacht durchbricht. Jesus ist geboren und mit ihm neue Hoffnung, weil Gott daran glaubt, dass bei uns noch was zu retten ist, bei uns Menschen, bei den Hirten auf dem Feld, bei den Entmutigten in den Seniorenheimen, bei den Kranken und den Sterbenden auf den Intensivstationen, bei den Einsamen zu Hause, bei den Obdachlosen auf den Parkbänken, bei den verhärteten Herzen und den enttäuschten Gemütern. Jesus wird in diese Welt geboren, weil Gott glaubt, dass bei dir und bei mir noch was zu retten ist. Jesus kommt nicht zur Welt, um deinen Christbaum zu loben oder deine Kochkünste zu bewundern. Er kommt auch nicht, um von dir das perfekte Familienleben vorgespielt zu bekommen. Er kommt, um dir zu sagen, fürchte dich nicht, ich bin da. Nicht im Palast oder im Tempel, sondern ich bin da, wo es ungemütlich wird in deinem Leben, auf Heu und auf Stroh gebettet, für dich. Damit du danach greifen kannst, damit du die Hoffnung begreifen kannst, den rettenden Strohhalm, an den du dich klammern kannst. Und was das Weihnachtsfest heute angeht, da mach dir mal keine Sorgen. Oder auch fürchte dich nicht. Es liegt nicht in deiner Hand. Du brauchst Weihnachten nicht zu retten. Es ist ja genau andersrum. Weihnachten rettet dich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott, du liebender Vater, heute ist ein heiliger Abend und eine bewegende, stille Nacht. Sie berührt mich tiefer als andere Tage und Nächte, besonders in diesem Jahr, das mir so viel zugemutet hat. Einschränkungen, Entbehrungen und Veränderungen. Gott, was wird geschehen heute auf der Welt in dieser Nacht? Wir wissen es nicht, doch wir legen es in deine Hände, was immer auch geschieht. Da sind Menschen in dieser Nacht, die Angst haben, und da sind Menschen, deren Augen vor Freude strahlen. Da sind Menschen, die lieben in dieser Nacht und auch welche, die nicht mehr lieben können. Da sind Menschen, die lächeln in dieser Nacht und da sind auch Menschen, die weinen. Und wir sind auch da. Am Anfang dieser stillen Nacht kommen wir mit unseren Wünschen und Bitten zu dir. Wir wünschen uns den Gesang deiner Engel für alle, die heute deine Geburt feiern. Wir wünschen uns, dass dein Licht für alle die scheint, die in Dunkelheit und Krankheit gefangen sind. Wir wünschen uns Frieden für alle Orte, an denen Krieg und Gewalt herrschen. Wir wünschen uns die Freude der Hirten für alle, die aufbrechen. Wir wünschen uns die Treue der Hirten für alle, die heute arbeiten müssen. Wir wünschen uns die Fürsorge der Hirten für alle deine Geschöpfe, für die Tiere, von denen wir leben und für die Erde, die uns trägt.
Wir wünschen uns die Liebe der Eltern für unseren Umgang miteinander. Wir wünschen uns Josefs Vertrauen in dieser ungewissen Zeit. Wir wünschen uns Marias Staunen für deine weltweite Kirche. Jesus Christus, segne alle, die wir lieben. Bleib unser heller Stern in dunkler Nacht. Sei du bei uns, heute und alle Tage. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Gott segne euch im Licht von Bethlehem, das aufgestrahlt ist mit der Geburt Jesu im Stall, und erfülle eure Herzen und euer Haus mit seiner Freundlichkeit und Wärme. Gott behüte euch im Licht von Bethlehem, dessen Klarheit die Hirten in der Nacht umgab, und stärke in euch das Vertrauen zur Botschaft der Engel, dass Freude euch und allem Volk geschieht. Gott sei euch gnädig im Licht von Bethlehem, zu dem die Weisen unterwegs waren, und leuchte euch mit allen, die auf der Suche sind, und lasse euch hinfinden zum Retter dieser Welt. So erhebe Gott der Herr sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Frohe Weihnachten. Thank you.